Servus Leute und willkommen zu einem neuen Warframe-Video. Heute schauen wir uns mal die Kuva Heck an, die Schrotflinte und wie sie aufgebaut ist. Das schauen wir uns gleich an. Und da werden wir, und so sieht das Ganze dann schlussendlich aus. Wir fangen mal an mit Primed Verwüstung für 110% Crit Schaden und dazu noch kritische Abbremsung für 200% Crit Chance, aber dafür 20% weniger Feuerrate und galvanisierte Hölle für mehr Mehrfachschuss und noch mehr Mehrfachschuss. Galvanisierte Schleue für 80% Statuschance bei Kill, 40% Schaden für jeden wirkenden Statuseffekt auf den Gegner für 20 Sekunden und das Ganze ist bis zu zweimal stapelbar. Danach habe ich giftiger Flut mitgenommen für Gift und primed geladene Patrone für Elektrizität. Ja, ihr seht, ne, man kennt's. Die Waffe kann mit einer anderen Waffe desselben Typs zu einer Waffe mit besseren Werten verschmolzen werden. Aktuell habe ich Elektrizität drin. Wieso und warum ich das so damals gemacht habe, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Aber eben, ich habe auf Gift und Elektrizität aufgebaut und somit auf Korrosionsschaden bin ich jetzt mal gegangen. Ja, ist ja schlussendlich auch nicht schlecht. Gut, man kann hier natürlich, ich würde andere Bonis empfehlen, aber gut, da jetzt mein auf Elektrizität ist, habe ich jetzt halt einfach mal auf Korrosion gebaut. Man kann da natürlich variieren, wie man denn da möchte. So, eben das Ganze mit Korrosion und danach habe ich genommen halbautomatische Schrotflinten, Kanonade. Nur mit halbautomatischem Abzug kompatibel, Feuerrate kann nicht geändert werden, plus 240% Schaden und plus 1,5 Durchdringung ist damit drin. Ziemlich gute Mod eigentlich. Danach zerstreute Gerechtigkeit habe ich damit genommen, plus 200% Mehrfachschuss und plus 1 Gerechtigkeit. Und da sieht man schon, ploppt das Fenster auf, Gerechtigkeit erhält Erfahrung, um die Steel Meridian Anzeige zu füllen und eine 25 Meter Explosion auszulösen, die 25% Gesundheit wiederherstellt und die Rüstung 30 Sekunden lang um 15% erhöht. Das klingt doch schon mal nicht schlecht. So, beim Exilos Mod habe ich jetzt einfach mal vigilante Vorräte mitgenommen. Da kann man natürlich auch variieren, wie man möchte. Und das Arcana habe ich mir für primär Unerbitterlichkeit entschieden, weil man ja nicht unbedingt immer in den Kopf schießt. Ne, aber da kann man natürlich auch ändern, wie man möchte. Und die Waffe hat natürlich auch ein einzigartiges Merkmal, und zwar das Alternativfeuer schießt aus 4 Läufen gleichzeitig. Da muss man einfach die mittlere Maustaste drücken und das schießt einfach wirklich 4 Schüsse gleichzeitig los. Und wie das Ganze auf Englisch aussieht, blende ich euch jetzt auch noch kurz ein, damit ihr da nicht großartig übersetzen müsst. So, und wie das Ganze in der Praxis aussieht, schauen wir uns natürlich auch noch an. Es sind 170er Gegner auf stellende Pfad eingestellt. Ich ziehe sie mal ein bisschen zusammen, damit wir da... So, ein Schuss sieht schon mal so aus. Zweiter Schuss weg. Und danach fängt es an, die Mods und auch das Arcana zu stacken. Und ihr seht, 170er Gegner, Kopfschuss ist einfach quasi One-Shot weg. So, jetzt kann ich euch mal zeigen. Na, jetzt seht ihr unten rechts, habe ich das Steel Meridian funktioniert natürlich hier im Simulacrum leider nicht, da es ja hier keine dementsprechende Erfahrung gibt. So, und ihr seht, ne, auf den Gegner zielen und einmal mittlere Maustaste drücken und der fällt einfach um. Es sind einfach 4 Schüsse, die gleichzeitig losgefeuert werden. Und ja, so sieht das Ganze dann schlussendlich aus. 170er Gegner auf steilem Pfad, One-Shot. Kann man nochmal machen. Bei jedem Körperschuss sieht dann schlussendlich so aus, da braucht es so 2 bis 3 Schüsse, bis da ein 170er Gegner liegt. Aber trotzdem ist auch nicht schlecht, ne?
Das Problem bei dieser Waffe finde ich einfach, ja. Ich meine, sie ist relativ stark, da sage ich jetzt nichts dazu, aber was mich an der Waffe persönlich stört, ist nur 4 Magazine. Das heißt, nach jedem vierten Schuss muss man immer wieder nachladen. Das könnte hier und da ein Nachteil sein, aber ich habe mit dem normalen Hack, habe ich damals eigentlich quasi die ganze Sternenkarte durchgespielt. Ich komme damit klar, ich bin es gewohnt mittlerweile. Aber für jemand, der die ganze Zeit Sturmgewehre gespielt hat und danach da mit der Kuva Hack oder mit der Hack oder was auch immer rumläuft, könnte da hier und da ein bisschen Probleme haben, könnte ein ziemlicher Negativpunkt sein eigentlich. Aber ansonsten sage ich da nichts dazu. Wie gesagt, ich habe mit der Waffe, also nicht mit der Kuva, sondern mit der normalen Hack, habe ich damals die Sternenkarte durchgespielt und ich bin einfach begeistert von der Waffe. Und auch heute noch, muss ich sagen, sie ist relativ stark und eben auch mit dem normalen Hack kann man eigentlich locker die Sternenkarte einfach durchlaufen und das Ganze ohne große Probleme. So, jetzt würde mich noch interessieren, wie ihr die Waffe spielt, mit welcher Status ihr die Waffe geholt habt und wie ihr sie so spielt, das würde mich noch brennend interessieren. Und somit verabschiede ich mich von diesem Video und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.